Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Summ. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Summ. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Da verbrennt man sich die Zunge. Das Moos ist vollgesaugt mit Wasser. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig, aber kein bisschen bitter. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig, aber kein bisschen bitter. Noch mehr Beeren. Ich finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Und schmeckt noch viel schlimmer. Daraus baue ich mir was. Eine Tuschelbrücke. Probier es trotzdem. Psch, hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Da ist eine. Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Das ist der beste Bitterbeerenstrauch der Welt. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Hilft mir nicht beim Feuer machen. Diese Pilze,
Fass die lieber nicht an. Die sind psilocybinhaltig. Brennen die? Jedenfalls nicht auf die herkömmliche Art. Wow. Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Ups. Verdammt. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Ja. Wieso stinkt das denn so? Das kommt vom Schwefelwasserstoff. Der entsteht, wenn Eiweiß fault. Faule Eier? Und die brennen gut? Das ist das Methan. Ganz egal. Hauptsache, es brennt. Nochmal probieren. Oh, hui. Oh. Fasst du die Pilze an? Nicht mit den Fingern, ich schwör's. Braves Mädchen. Nein, bitte nicht. Eher. Hui. Alles okay bei dir, Rini? Yo, Big Sam. Geh von den Pilzen weg, okay? Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ich frage mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist und wie er wohl innen aussieht. Oh, da ist ja noch ein Monster im Monster. Eine richtige Monstroschka ist das. Huch. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Warum hältst du nicht den Mund auf? Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Schön brav A sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Ha, und da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Toll. Für mich, nicht für den Ritter. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst.
Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Da koche ich den Beerensaft, wenn ich Wasser gefunden habe. Das fühlt sich so lustig an. Mimamu, wir melken eine Kuh. Stripp, strapp, strull, gleich ist da ein... Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kottsaft. Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Das hast du gut gemacht, kleine Lady. Juhu! Oh, Horo, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Guter Vogel. Schade. Kyra, alles okay? Ja, ich wollte nur kurz verschnaufen. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur in der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Aha. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel, Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's, Kyra. Komm schon. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe!
Wollten wir nicht direkt zum Camp? Das hier ist wichtiger. Nicht für mich. Mach eine Räuberleiter. Okay. Abgerutscht. Ich dachte, du wärst nur ungeschickt. Dabei bist du ein Schwächling. Oder du bist zu schwer. Was? Das ist die Rüstung. Wieso kletterst du nicht hoch? Hast du etwa Angst um die schöne Rinde? Quatsch. Siehst du? Na los, mach mit. Es bringt doch nichts, den Baum dafür zu bestrafen, dass die Zeiten sich geändert haben. Halt die Klappe und tritt einfach. Hey, was fällt euch ein? Lasst mich los! Oh oh. Hey, ah! Eigentlich suche ich Reenie. Dann kam die Botschaft und jetzt ist Kyra weg. Verdammter Mist. Der hat Bodyguards. Ich könnte Kyra bei den Bienen lassen und Reenie auf eigene Faust suchen. Ich könnte mich aber auch verlaufen und Reenie niemals finden. Ach, verdammt. Verrückt geworden? Ich fass hier gar nichts an. Verdammt nochmal, Kyra! Sie reagiert nicht. Vorsicht, Spot. Die Tentakeln sind elektrisch geladen. Oh Mann, Kyra. Gelee Royal. Wow. Echt zirkusreif, die Nummer. Wow, das scheint sie zu beruhigen. Oh oh!
Wow, da geht's runter. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Ich hab's doch gleich gewusst. Warum hat sie nicht auf mich gehört? Mit dieser Frau werde ich immer nur in Schwierigkeiten geraten. Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Sogar unter der Erde muss ich meine Höhenangst überwinden. Ich bin der Held der Geschichte. Wird schon klappen. Oh je, oh je, oh je. Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Der Kokon könnte runterfallen, direkt in den Abgrund. Mit Kyra. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas. Ah. Jetzt kann sie fallen.
Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Mal sehen, ob ich richtig liege. Hilf mir, Spot! Ich zieh dich da raus. Na los! Hab dich! Hoppla! Oh. Kein Puls. Ich höre auch keinen Herzschlag. Erste-Hilfe-Kurs. Kurs. Wie ging das nochmal? So? Kyra! Oh je. Kyra! Oh je. Kyra? Kyra, wach auf! Tu was! Gott sei Dank. Scheiße! Willst du mich umbringen? Ich hatte gehofft, dass es hier ein bisschen ruhiger ist, aber da lag ich wohl falsch.
Du bist ein komischer Typ. Kann sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich ein Clown. Willkommen zurück. Alles klar bei dir? Ich glaube schon. Was hast du denn den Haaren? Was? Was meinst du? Ach, nichts. War nur ein Lichtreflex. Wir sollten hier verschwinden, solange das Biest noch ruhig ist. Okay. Oh je, die Bienen rappeln sich wieder auf. Oh nein. Hey, die Kapsel! Gib her! Du willst sie doch jetzt nicht lesen! Lass uns abhauen! Warte! Ich werf nur einen Blick drauf! Verdammt nochmal, ich will hier weg! Was soll das? Da steht ja gar nichts drauf! Her damit! Versteck dich doch, schnell! Oh je, was machen wir jetzt? Psst, auf jeden Fall nicht reden. Die Sucher haben gute Ohren. Okidoki. Da liegt dein Speer. Jetzt oder nie. Winnie, was machst du denn? Bist du verrückt? Hey, hey! Schau her zu mir! Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh! Ja, da schaust du blöd, was? Ach nein, so siehst jetzt. Du ja immer aus. Blöd und bucklig. Und krumme Beine hast du auch noch. Komm schon, meine los. Sind auch nicht gerade, das gebe ich zu. Bemerkt mich nicht, Sam. Er hat mich nicht gesehen. Und gehört hatte mich auch nicht. Egal, bring dich in Sicherheit. Letzte Chance. Ich zähle bis drei. 1, 5, 7. Drei! Du bist großartig, kleine Lady. Und du bist kugelrund. Juhu! Ja.
Ich hab dich so vermisst. Und ich dich erst, kleiner Hüpfer. Oh, und da ist ja Spot. Komm her zu uns. Was schreibt ihr? Was ist mit deinen Haaren passiert? Was soll damit sein? Du hast da eine weiße Strähne. Echt? Wie das? Das waren die Honigtauzecken. Was ist mit der Botschaft? Erstmal entschlüsseln. Janus hat sie mal wieder mit Zitronenschrift geschrieben. Nein, warte. Vielleicht diesmal mit Wachs. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Spiegel finden, um hier rauszukommen. Aber warum denn so schnell? Ist doch schön hier. Spot ist da und bestimmt treffen wir bald auch Sedgwick. Oh, ich liebe Sedgwick. Er sieht bestimmt genauso aus wie du, nur mit einer lustigen Mütze. Sedgwick kann nicht auftauchen, weil ich ja da bin, Rini. Ich war Sedgwick, das weißt du aber doch. Aber Silence ohne Sedgwick? Das gibt's doch gar nicht. Ich mag Silence. Ich wollte immer schon mal hierher. Aber du weißt, was Silence für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rini, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist, hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Was glaubt ihr denn, von welchem ich rede? Na, von dem im Thronsaal. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Wie wär's, wenn ihr mir die Frage beantwortet? Nur Janus kennt den Weg, das ist ja das Problem. Woher weißt du von dem Spiegel? Was soll das Kreuzverhör? Antworte einfach. Ich hab den Spiegel kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Jawohl. Es stimmt. Hey, kommt schon. Hört auf mit dem Getuschel. Redet laut. Vergiss den Verrückten. Der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören. Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit. Lasst sie in Ruhe. Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse? Und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Schlaf, kleiner Hüpfer, und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander, so treffen wir uns im Ozean. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Merkwürdige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Das ist unsere einzige Chance. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Das knistert schön, was? Den Weg aufgemalt und nicht beschrieben.
Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Und wenn nicht? Das ist unsere einzige Chance. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und... Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. PS, der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund. Was könnte der Herzschlag im Rücken bedeuten? Vielleicht, dass Janus was ins Kreuz gefahren ist. Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalimar? Kalimar? Kalimar geht nicht unter. Nicht, solange wir am Leben sind. Wer könnte Janus gefangen halten? Die Suche auf jeden Fall nicht. Die machen keine Gefangenen. Was ist mit dem Heiligen Gral gemeint? Ein wundersamer, heilsamer Gegenstand, der ewige Lebenskraft verspricht. Danke übrigens, dass du Rini heil hierher gebracht hast. Ich muss mich bei ihr bedanken. Ohne sie wäre ich entweder von der fleischfressenden Pflanze gefressen worden... Von einer fleischfressenden Pflanze? Oder von einem Sucher. Von einem Sucher? Die kleine Lady ist eine echte Kämpferin. Tatsächlich. Was ist nun? Lasst uns losgehen. Da geht es ganz bestimmt nicht lang. Nein, da lang. Glaub mir. Darauf. Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Ach. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor.